ist nach wie vor so ein kleines Geheimnis. Wie komme ich denn hier jetzt am besten? Ach. Ich muss jetzt einen ziemlich weiten Weg zurücklegen, aber es nützt nichts. Ich will natürlich die Fährmannsmünze haben. Look at that, das ist hier. Das ist eine Abkürzung, die hier hinführen soll. Ich hab eine Idee. Strife ist ja, glaube ich, ein bisschen schneller als Krieg. Oh, knapp. Knapp verfehlt, aber so funktioniert es. Schneller geht's ja nicht, aber so schaffen wir die Abkürzung. Jetzt. Super knapp. Aber geschafft. So, und jetzt werden wir das Verlies hier verlassen über die Fluxkammer. Damit das alles seine Richtigkeit hat. Und dann müsste demnächst der Vorsteher kommen. Ich hoffe, der kann was. Ich hoffe, er enttäuscht mich nicht. Aber optisch auf jeden Fall auch wieder ein sehr, sehr cooles Gebiet. Ich mag die Abwechslung, die man in diesem Spiel hat. Ohne Zweifel. Ganz grandios. Aber das war eigentlich schon immer eine Stärke der Darksiders-Spiele. Genau das, was ich hören wollte. Die Klingen stehen still. Ich verschandle echt gern den Mondkram. Auf zum Vorsteher. Auf zum Vorsteher. Besiege den Hundemeister, aber wo soll er denn sein? Das verstehe ich gerade nicht wirklich. Jamal ist ein kleiner Pisser, verglichen mit Hirschbäuer. Das richte ich ihn gerne aus. Zeit, dich zu verwalten, du Wicht. Moloch gibt Pferdefleisch. Schon für deine miesen Pferdewitze werde ich dich töten. Das ist ja gar nicht der Vorsteher. Hier steht Legion Schildträger. Ran, okay.
Da komme ich auch nicht hoch. Wie kommt man denn dann an den ran? Und hier reinspringen? Okay. Oder man muss nur genügend Wellen hier absolvieren, das kann auch sein. Ja, da kommt er jetzt. Schon nicht ganz ohne. Gebe ich gerne zu. Aber wir kriegen ihn. Perfekt, 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 perfekt. Und da haben wir ihn. Wo ist es doch der Vorsteher gewesen? Du bist ein Nichts. Verdammt, War. Passt es immer noch drauf. Legionsschildträger. Ihr werdet ein Schild, der Schaden in Höhe von 5% der maximalen Gesundheit absorbiert. Der Schild erneuert sich alle 60 Sekunden. Das ist natürlich auch heftig. Gar keine Frage. Ja, hier steht jetzt zwar, wir hätten das abgeschlossen, das haben wir aber nicht. So, danke für den Trickschlüssel. Okay, der war hier einfach eingesperrt oder was? Der wurde da einfach die ganze Zeit gehalten oder was? Wie so ein dämlicher, räudiger Köter. Das verstehe ich gerade nicht. Der muss doch wenigstens ein Wohnzimmer haben. Sonst verstehe ich auf jeden Fall nicht, wie er so gut auf Moloch zu sprechen sein kann. Hua! 5 Fährmannsmünzen und damit haben wir unser Ziel erreicht von 350 Fährmannsmünzen. Unglaublich. Hier ist noch eine Truhe. Skelettschütze. Und Panzerfloh. So, jetzt müssen wir mal eben gucken. 2000 Seelen. Kreaturenkern. Mammon. Nochmal Mammon. Wo haben wir den denn jetzt? Wir haben Mammon gerade gar nicht mehr drin. Das ist natürlich... Also... Na gut, das senkt natürlich unsere Zornkraft gewaltig. Andererseits, was ist hier hinten? Angriffe heilen. Ja, da finde ich Mammon besser. Mammon findet sich hier auch besser. Der Unrat-Dämon. Gesundheit um 10% erhöht. Grinser. Da kann alles rein. Dagon. Dagon erscheint mir hier ein bisschen mächtiger. So, jetzt haben wir hier eigentlich nur noch 3 Fährmannsmünzen und eine epische Truhe. Bei der epischen Truhe ist mir nicht genau klar, wie ich das abschließe.
die anderen Sachen kriege, ist mir klar. Es bedarf keiner größeren Erklärung. So, machen wir das also nochmal. Ich hoffe, dass wir Antworten finden werden. Ich hätte mir mal notieren sollen, welche komischen Symbole darauf vermerkt waren. Auf dieser Wand, die wir da hinten gesehen haben, die den Weg zur epischen Truhe versperrt. Bleibt das Ding denn? Ah, es dauert tatsächlich so lang. Ich wollte mich gerade schon fragen. So, los geht's. Da. Okay. Ich wähle schon mal War aus. Ach, geil. Das heißt, irgendwo ist einfach noch einer von diesen Schaltern. Leben auch noch. Okay. Der wurde jetzt einfach hier oben wieder gespawnt, oder wie? Na gut, soll er mal. So, was haben wir hier noch? Hier könnte auch der Hundemeister sein. Wenn so langsam die Hoffnung schwindet, wobei hier hinten geht es noch lang. Das könnte eine Arena sein. Ja, hier ist der Hundemeister hundertprozentig. Das war ein bisschen dämlich. Komische Perspektive incoming. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Hallo. Ehrlich gesagt regt mich das gerade ein bisschen auf. Es kann jetzt nicht ernst gemeint sein, dass ich da tatsächlich wieder ganz nach oben soll, oder? Okay, dann bin ich jetzt gerade ziemlich angepisst vom Spiel, muss ich ehrlich gestehen, weil das, finde ich, geht nicht.
Man muss mir hier schon die Möglichkeit geben, irgendwie wieder nach oben zu kommen. Das ist eine Sauerei. Das ist schlecht. Das ist schlechtes Design. Muss ich leider gestehen. Das gefällt mir gar nicht. Toll. Ja, jetzt bin ich wieder ganz unten. Nee, das ist schlechtes Level-Design. Also da bin ich verwundert auch. Weil die Entwickler wissen, dass sie es besser können. Die machen es ja auch besser das ganze Spiel entlang. Und jetzt kommt so ein Müll. Das ist wirklich ein bisschen arg schwachsinnig. Naja, müssen wir so akzeptieren. Ich wollte gerade sagen, das müsste ja der sein, der eh fast tot war. Und hier drüben irgendwie, das werden wir später also offensichtlich brauchen. Ah ne, das war für das. Ja, tut mir leid, Leute. Jetzt muss ich das halt alles normal machen. Das ist, wie gesagt, jetzt die Schuld des Spiels. Kapiere ich nicht, wieso man das so handhabt. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt wirklich keinen Sinn. Oh, ich will unbedingt wissen, wo sich... dieses zweite Ding aufhält, was wir da drücken müssen. Das Nervigste ist an sich die Warterei auf diesen diese Schwebeplattform hier. Und sonst so. Ich weiß, geilste Frage ever. Wie lange das dauert, unfassbar. Geht doch. Wo ist das zweite Teil? Vielleicht hat das ja auch was mit dem Hundemeister zu tun. Das kann natürlich auch sein. Ach nee. Eine fucking Abkürzung, das gibt's doch nicht. Okay, hätte ich das mal früher erkannt. Hier muss ja auch noch irgendwo... Warte mal, also da die Truhe war hier. Das heißt, hier hinter muss ja irgendwo noch was sein. Hier muss irgendwie noch eine Fährmannsmünze sein. Aha. Interessant.
Dann wollen wir natürlich mal. Ah. Okay, jetzt wird's interessant, Leute. Jetzt wird's interessant. Ich hatte gehofft, dass hier jetzt dieser zweite Schalter zu finden ist. Ist er aber nicht. Naja, besiegen wir jetzt erstmal den Hundemeister. In der Hoffnung, dass sein Ableben noch irgendwie für Erklärung sorgt. Vor allen Dingen hängt er da auch einfach in der Luft, ne? Es ist irgendwie albern. Er hang da selbst in der Luft. Das heißt, wahrscheinlich sollte er sogar mit mir nach unten fallen. Er tat's aber nicht. So, ja, das bedeutet, dass ich jetzt irgendwo eine Schaltfläche hier finden muss, von der ich keine Ahnung habe, wo sie sein soll. Da ist es mir fast lieber, ich guck mal eben einfach nach. Bevor wir jetzt hier nämlich noch Ewigkeiten in diesem Kapitel irgendwie verbraten. Machen wir das doch mal eben so. So, da bin ich wieder ohne Zweifel gut versteckt. Hätte ich wahrscheinlich so nicht gefunden. Muss ich zugeben. Müssen wir mal eben dahin finden. Das ist übrigens auch der falsche Weg, den ich hier gehe. Aber es geht halt so. So, da muss man jetzt hier einmal ordentlich Radau machen. Dann sehr schön. Hat man die Tür aktiviert und wie gesagt, ich vermute, dass ich dort eine ein Teil der Abgrundrüstung befindet. Aber dann können wir dieses Kapitel wenigstens abschließen, ohne Magenschmerzen zu bekommen, ohne es nochmal machen zu müssen. Alleine hätte ich es wahrscheinlich, wie gesagt, echt nicht gefunden. Ein Hoch auf YouTube. Yep. Schurke. Schurkenabgrundrüstung. Damit fehlt uns dort nur noch ein einziger Teil. Kapitel geschafft. Die Reiter haben Molochs Abbauoperation gestört und den Vorsteher besiegt. Bin gespannt, was uns Samael jetzt zu sagen hat. Er wartet auf jeden Fall schon auf mich. Wo ist Wulgrim? Ihr seid zurück. Ich muss sagen, der... Er hat dich Pisser genannt, der Vorsteher. War wirklich nicht beeindruckt. Solltest du wissen. Was hast du gesagt? Ich habe dem Vorsteher versprochen, dir seine Worte auszurichten, bevor wir ihm die Gedärme herausgerissen haben. Egal. Du wolltest was sagen? Vorsicht mit deinen Scherzen, Kleiner. Wenn unser Handel abgeschlossen ist,
steht ihr entweder in meiner Gunst oder nicht. Letzteres wäre unratsam. Ui, er droht uns. Wenn man bedenkt, wie wir Molochs kostbare Abbaustätte für dich zugerichtet haben, sollten wir lieber verdammt tief in deiner Gunst stehen. Moloch wird sich nur schwer erholen, das ist wahr. Aber er ist noch am Leben. Wir müssen ihn erledigen. Du sagtest, er sei so gut wie unbezwingbar. Ist dem nicht noch immer so? Luzifers Geschenk an Moloch. Ich konnte es bei unserem Kampf spüren. Etwas verlieh ihm grenzenlose Stärke. Unmögliche Regeneration. Das kann nur ein Blutmantel sein. Ein Blutmantel? Das sind Relikte grauer Vorzeit. Wie könnte jemand, selbst Luzifer, einen fertigen? Und wieso würde er ihn Moloch geben? Luzifers Verstand zu ergründen bedeutet, den Wahnsinn zu ergründen. Wie dem auch sei, Moloch besitzt einen. Und den müssen wir vernichten, bevor wir endlich zuschlagen können. Tja, da bin ich auch mal für. Jemanden mit grenzenloser Stärke und Regeneration, den können wir nicht töten. Seine Waffenkammer ist der einzig logische Ort für ein so bedeutendes Artefakt. Und da seine Verstärkung gestört ist... Auch hier, gern geschehen. Kann er sie nicht schützen? Ihr müsst also rasch handeln. Gut, und dann können wir diese aufgeblasene Sackratte endlich töten. Natürlich. Das klingt so erfreulich. Vielleicht wohne ich dem Kampf selbst bei. Oh, welche Ehre. Wieso bloß beiwohnen? Willst du nicht selbst ein paar Treffer landen? Die Gründe, wieso ich nicht mitmische, gehen dich nichts an. Und praktischerweise hat der Rat ja euch die Aufgabe zugedacht. Luzifer auszuschalten. Nicht wahr? Ja, durchaus. Das stimmt. Euch bleibt also keine große Wahl. Was wir tun, tun wir für das Gleichgewicht, nicht für dich. Du kannst es verdrehen, wie du willst. Wie Luzifers Verstand ergründet ihr auch meinen, lieber Nicht-Reiter. Viel Spaß mit eurer neuen Aufgabe. Ja. Neue Mission freigeschaltet. Keine neuen Sachen bei Wulgrim und Co. Ja, wir haben nur noch das Gefäß des Ewigen hier. Das nützt uns alle. Dann kaufen wir jetzt den Rest, den wir bei Dis haben. Das ist einmal der Ausweichkonter. Fügt 20% mehr Schaden zu. Ja, und das war's dann generell. Nur das Beste für euch, Jungs. Das heißt, mit den restlichen Ressourcen werden wir jetzt sparen. Für diese Trankaufwertung. Kriegsmaschine. Die Reiter betreten den schwarzen Stein durch einen geheimen Eingang. Moloch muss aufgehalten. Muss aufgehalten werden zum Wohle des Gleichgewichts. Okay. Fährmannsmünzen 11, Trickschlüssel 2, eine Tricktür und 6 Aufwertungen. Hoffentlich die restlichen Abgrundrüstungsteile. Wobei das ziemlich viel wäre für ein Level. 3 Stück. Aber gut, kann ja sein. Aber das erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Darksiders Genesis. Wir nähern uns dem Finale des Spiels. Mit großen Schritten. Und auch hier wird demnächst was passieren. Ich frag mich was. Wir werden es herausfinden. I want you for an adventure.